Seit den 60er Jahren wurde die Straßenverkehrsbelastung für die Wolfhager Innenstadt unzumutbar. Hier die erste Brücke über die Landesstraße 3075 nach Ehringen. Zur Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes bis zum Kreuzungsbereich der Schützeberger Straße ist die Verrohrung des Limeckebaches erforderlich. Mehrere Monate nehmen die Arbeiten für die Herstellung dieses 300 Meter langen Leitungsabschnittes in Anspruch. In der Höhe des Hauses Damm erfolgt die Verrohrung so dicht, dass eine Spundwand zur Sicherung der Bauschäden geschlagen werden muss. Für die Einschnitte der Auf- und Abfahrten sind die Böschungen noch zu planieren. Mit den großen Raupen heute kein Problem mehr. Der Verkehr der Hermannstraße wird nur in die Luisenstraße abfließen können. Und für die Karlsstraßenbrücke sind die Fundamente in Vorbereitung. 1972 wurde das Haus abgerissen und im Frühjahr 1973 lassen die Motorsägen und Bagger diese Idylle zur Geschichte werden. Ein letzter Blick auf die Straßenbrücke und der alten Straßenführung, die schon bald von breiten Asphaltflächen bedeckt sein werden. Zwei Monate später werden Trasse und Böschungen mit schwerstem Gerät angelegt. Zwei weitere Bauwerke, die Brücke für die Linkerstraße und der Schwimmbadsteg, werden in diesem Bereich den Einschnitt überqueren. Im April sind die letzten Asphaltdecken aufzubringen, sodass im Mai die fertige Umgehungsstraße eingeweiht werden kann.